Können wir uns glücklich schätzen? Man muss sich jetzt mal einfach durchrechnen, wie viel Kohle ich bis jetzt eigentlich schon verballert habe für Steinziegel und Co. Das möchte, glaube ich, niemand. So, jetzt habe ich hier natürlich zwei über. Da werden Knöpfe draus gemacht. So, ne, die behalten... Nicht alle. Drei Stacks und hier, da kommen auch ein paar zurück. So, 2, 4, 6, 5 Stacks. Ich habe mir gedacht, wo ich jetzt gerade unten stand und gesehen habe, dass das so schön dunkel da unten ist, nehmen wir doch Fichtenholz. Wir haben ja jetzt wieder Fichtenholz. Das sieht ja hier recht dunkel aus und wir haben, glaube ich, noch nicht allzu viel mit Fichtenholz gebaut. Komm, wir nehmen die 56. Die verwursten wir und die klatschen wir da mal unten rein. Aber ich glaube, wir müssen jetzt eh erstmal eine Runde in der Profe, wa? Na, noch nicht. Wir schaffen es noch da hinten. Ich schaff das noch, ich schaff das noch, ich schaff das noch. Kurzer Weg. Katatatsching, katatatsching. Und da läuft er. So, hallo, grüß Gott, guten Morgen. Vierti. So. Dann zacke die, zacke die, zack. Zack, zack, zack. Und Boden verlegt. So, jetzt können wir dann auch gleich das Bettchen hier aufstellen. Wo haben wir es denn? Bettchen? 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 So. Aber in der Kombi sieht das doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Warte. Wenn wir dann das Komplettbild haben, können wir uns das mal angucken. Shit. Und das Holz scheint ja auch ganz gut zu reichen. So, Moment, ja, Houston, wir haben eine Verbindung. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, das Mauerwerk mit dem Boden und den Säulen. Hat was. Dat gefällt. So, jetzt pass Obacht. Ich ziehe natürlich hier die Wand noch so rein. Oh, irgendwas blockiert. Das Bett. Habe ich ihn jetzt eingesammelt? Nicht aufgepasst. Ich war gerade blockiert. Ich wurde boykottiert und blockiert und inhaftiert. Da ist der Block. Nein, inhaftiert wurde ich nicht. Geht ja wohl los. Hier den Lordregenten inhaftieren. Zis. Das ist Meuterei. Landesverrat. An mir. So, und ich glaube, wir sollten ins Bettchen gehen, wa? Gute Nacht. Nicht? Ja, wer weiß, wie spät es ist. So. Das müsste... Achso, ich dachte schon, da haben wir vergessen auszukleiden, aber... So, Freunde. Ich präsentiere den nächsten Raum. Natürlich das da und das da muss natürlich weg. Mir kommt da gerade noch eine Idee. So, jetzt stelle ich den erstmal wieder hier auf und... Gute Nacht. Wo? Wo ist er? Junge, komm raus, bevor ich dich hau. Wo ist er denn? Hallo, Andy. Andy? Hm. Gute Nacht. Oh, ich höre ihn wieder. Vielleicht kommt er ja bei Tageslicht mal zu uns. Der scheint oben zu sein. Statt mir ihm einen Besuch ab. Ich hoffe, er ist noch da, bis wir da sind. Nee. Hä? Nom, 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 nom. Wo ist er denn? Mr. Enderman. Wo ist die Nase? Hm. Au. Ein Mysterium. So, jetzt, warte. Da können wir hier ja dann quasi schon mal den Weg entlang legen. Achso, nee, mir kam ja noch ein Gedanke. Ein Gedunkel. So. Hat was, wa? Kann man so lassen. Achso.
Hier sollte ich vielleicht noch ein bisschen so, ne? Und, ja. Ach. Der muss daher? Haben wir... Ach, dachte schon. Hui. Ohne Stufen wären wir aufgeschmissen gewesen. So. Und natürlich auch hier. Pop, pop. Pop, pop. Gut so, dann geht's jetzt hier nach links und nach rechts und hier, wie man sieht, eine wahnsinnig schicke Oase, in die man sich zurückziehen kann, um ein wenig Chill-Out zu betreiben. Was ist denn da hinten? Aha, 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 ha, ha. So. Oh. Na herrlich. Heute noch? Na also. Huiah. Dachte schon, ich muss das saufen. Jo, Freunde. Machen wir doch weiter mit irgendwas anderem. Wir holen uns jetzt erstmal Erde. So viel sei gesagt. Schmeißen uns das Inventar mit Erde voll und terraformen das dahin. Wo ist die Sau? Ich geh mal hoch. Kann ja wohl nicht angehen. Am Schluss klaut der mir hier noch irgendeinen wichtigen Block und meine ganze Burg stürzt zusammen. Hier, ich bitte um Verständnis, nicht den Weg, dass ich jetzt den nehme, denn, es ist Gefahr im Verzug. Und wenn Gefahr im Verzug ist, ist jedes Mittel zum Handeln recht. So. Da hat er schon einen Block geklaut. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Hier ist dunkel. Ich brauche Erde. Definitiv sehr viel. So, was ist jetzt hier mit dem Typen, der mir den Block geklaut hat? Scheiß Dieb. Ah ja, man sieht sie immer zweimal im Leben. Warte nur ab. Und dann, mein Freund, dann hat dein Arsch aber richtig Kirmes. Wahaha. Halt, wir haben noch Holz einstecken. Und zwar Fichtenholz. So. Dann schmeißen wir jetzt erstmal alles weg, was wir nicht mehr... Also nicht weg, sondern halt in die Truhen, was wir nicht mehr brauchen. So, zum Beispiel Steinziegel brauchen wir jetzt gerade nicht. Genauso wenig wie die Treppen. Ach, die Schilder können wir auch mal anbringen, siehst du? Hätten wir schon wieder einen Job. Einen Job. So, und das restliche Inventar schmeiße ich mir jetzt voll mit Erde. Wie gut, dass wir davon so viel haben. So, das wird, denke ich mal, genügen. Hoffe ich doch, dass es genügen wird. Weil wenn das jetzt nicht genügt für unseren Weg, dann... Weiß ich auch nicht. Vor allem, wir müssen das jetzt quasi einmal halbwegs zuschütten. Nicht ganz, sondern nur halbwegs. Und der Rest, der wird ja dann eh zugebaut. Das wird... Nee. Wollte schon sagen, irgendwie, keine Ahnung, die Minecraft-Zeit, die täuscht mich momentan so ein bisschen. Naja. So, und dann können wir hinten nämlich dann vielleicht ein klein wenig an der Mauer weiter basteln, ne? Das sieht jetzt alles einheitlich aus, ne? Ja. Gut, hoch. So, der schnelle Weg nach unten. Und dann geht das los. Also auf jeden Fall müssen wir hier unten das Fundament schon mal ein bisschen auskleiden. Da ist natürlich die Frage, wo machen wir den See? Machen wir den da hinten in der Ecke so? Oder machen wir hier vielleicht gar keinen See, hä? Die machen wir da hinten eher in der anderen Richtung, so ein unterirdischer See, so ein Bergsee. So mit richtig schönem kristallklarem Wasser und nicht so eine Plörre hier außen, weißt du? Da könnte man höchstens vielleicht eine kleine Gartenanlage oder so machen. Gartenanlage. Gartenanlage zusammen. Ach ja, ich finde den Typen irgendwie lustig. Einfach nur wegen der Sprüche. Achso. Schockschwere Not.
Haben es hier gleich geschafft. Nacht? Nee. So. Und dann klatschen wir hier noch alles zu. Nächster Stick. Mal gucken, als nächstes, wenn wir dann das hier haben und ein, vielleicht so ein bisschen das Grundprinzip der Mauer gemacht haben, können wir ja vielleicht mal an unserem Gang nach unten ein bisschen weiter werkeln. Sehen wir ja. Zack. Ja, ich müsste in der Theorie eigentlich mal... Obwohl, nee, das mache ich nicht. Ich wollte gerade vorschlagen, dass ich mal eine Kopie mache und dann mal gucke, von wo, wohin wir denn da unten überhaupt kommen, wenn wir da in alle vier Winde uns buddeln. Aber das lasse ich mal ganz fein. Lieber den Überraschung... War das Lehm? Nee, ne? Nee. Den Überraschungseffekt, wenn ich mich dann quasi live da so durchbuddel und dann so... Oh, nee! Wenn ich mich irgendwo reinbuddel, wo ich eigentlich gar nicht hin möchte. So. Hier entsteht Wohnkultur. So, und die Erde geht weg wie des Bauerns dicke Kartoffeln. So. Irgendwie ist heute voll die Schläfermucke am Start, hä? So. Man kann es ja auch entspannt nennen. Aber ich nenne es jetzt einfach mal Schläfer. So, nächster Stack. Haben wir das echt schon gleich wieder geschafft? Krass. Ja, Freunde, so ist das hier in Minecraft. Als alleiniger Lord, Regent, Herrscher und Erbauer hier in den gefürchteten Nebel landen. Da hat man schon sein Kreuz zu tragen, nicht wahr? Aber es macht nichts. Denn irgendwann werdet auch ihr in den Nebel landen sein. Wenn ihr das denn wollt. Weil, ich sag mal, wenn ich in vielen, vielen Jahren dann mal das Let's Play hier beenden sollte, werde ich natürlich dann, falls ich es nicht schon vorher mal gemacht habe, diese Welt zum Download bereitstellen. Also der späteste Termin ist quasi Let's Play Ende. Und da verspreche ich euch, da wird es sie geben. So, jetzt haben wir hier natürlich schön alles ausgekleidet. Jetzt haben wir keinen schnellen Weg mehr nach unten. Und jetzt sollten wir vielleicht dann auch auf eine gemeinsame, auf einen gemeinsamen Nenner sollten wir da kommen. Ach ja. Boah, ich freue mich schon auf morgen. Wirklich. Morgen ist der erste Tag, wo ich mir gesagt habe, da stehst du nicht früh auf, da putzt du nicht, weil du eh keinen Lärm machen darfst. Sondern da bleibst du liegen, entspannst du, schläfst du so lange aus, bis du von ganz alleine wach wirst. Und dann drehst du dich nochmal rum. Und wenn das alles getan ist, fängst du ganz langsam auf, an aufzustehen und machst erstmal einen Ofen an. Also in der Küche den Ofen. Und da schmeißt du dir dann erstmal schön die Croissants rein. Dann schmeißt du 4 Scheiben Toast in deinen Toaster. Lässt dir die toasten. Haust dir 2 Eier in die Bratpfanne. Haust dir den Speck. Schön. Mit dazu. Machst du dir einen O-Saft. Eine warme Milch mit... was ist das denn hier? Eine warme... Nein! Achso, doch, passt schon. Nein, natürlich ist ein Flint rausgekommen. Wo ist mein Bett? Oben. Lauf. Und gute Nacht. Was?